Hallihallöchen zusammen und willkommen zur ersten Folge Yu-Gi-Oh! Upgrade. Heute haben wir die Sammlung vom lieben Yannick am Start, der uns die freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und ja, um was es sich bei dieser Sammlung handelt und was man daraus machen kann und vor allen Dingen zu welchem Preis, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, vor kurzem gab es ja schon mal ein Einführungsvideo zum Thema Yu-Gi-Oh! Upgrade, wie alles funktioniert. Da habe ich das ja alles recht ausführlich umschrieben. Ich möchte das jetzt hier nochmal für dieses Video kurz zusammengefasst ventilieren. Yu-Gi-Oh! Upgrade ist ein Format, wo ihr, wenn ihr alte Kellersammlungen habt oder im Allgemeinen Sammlungen habt, die nicht gut sortiert sind oder wo das Zubehörmaterial von billiger Qualität ist, zu mir senden könnt, mir einen gewissen Betrag überweist. Mindestbetrag hier sind übrigens 30 Euro, kann aber auch 500 sein, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Und ich mache dann quasi aus dem, was ihr mir überwiesen habt, das Beste, was man daraus machen kann. Ja, das Ganze wird dann halt aufgenommen vom Auspacken der Sammlung über das Sortieren so ein bisschen zum Bestellen des Zubehörmaterials, was man dann halt, oder guckt man halt zusammen, was man macht, was man, ja, was sich lohnen würde, was nicht. Hängt auch immer ein bisschen von den Karten ab. Und ja, dann überprüfen wir den Wareneingang, wenn dann das Zubehörmaterial angeliefert wird, sortieren das Ganze ein, packen das nochmal zusammen und schicken das dann los. Ist ein einfaches Unterhaltungsformat. Ich denke, sowas gibt es bisher noch nicht auf YouTube, auch nicht in den USA oder so, zumindest nicht, dass ich sowas schon mal gesehen hätte. Und da braucht man nicht viel Hirn, ist einfach was, was der Unterhaltung dient, ohne jetzt großartigen intellektuellen Mehrwert zu haben. Aber ich finde es ganz nett und wir probieren das Ganze mal. Heute haben wir die Sammlung vom lieben Yannick hier. Vielen Dank nochmal an der Stelle fürs zur Verfügung stellen der Sammlung. Ist immer so eine Sache, seine Sammlung wohin zu schicken. Macht man nicht gerne, aber er ist hier, ja, ich bin für ihn trusted und er hat mir das jetzt zur Verfügung gestellt. Und jetzt gucken wir mal, was wir daraus machen können. So, ich mache das Ganze, den ganzen Bums jetzt hier mal auf und dann schauen wir, was letztendlich drin ist. So, in unserem Paket waren abgesehen von Unmengen Verpackungsmaterial dieser ranzige Ordner hier, dieser absolute, wo kauft man sowas? Also, das ist ein absoluter Billigordner. Das sieht so ein bisschen aus wie dieser Starpack-Ordner, den es damals gab. Es war so eine Tüte mit so einem, mit genau so einem Billigding drin und einem Starpack oder so, wo da noch so ein Cover war, wo du reinschieben konntest. Richtig billig halt. Und hier einer Megatin 2020, in der sich auch noch Karten befinden. Genauso muss das aussehen. Mit sowas kann ich arbeiten. Hier schön unsortiert. Verpackungsmaterial bzw. Aufbewahrungsmaterial. Unterste Qualität, wirklich unterste Qualität. Schlechter als so geht's eigentlich kaum. Außer man sortiert seine Karten in Glassichthüllen, die man in den Lights-Ordner reinpackt. Aber abgesehen davon ist das dann tatsächlich die schlechteste Art, seine Karten aufzubewahren. Und da der liebe Yannick uns die Karten hier für die erste Sendung zur Verfügung gestellt hat, gehen alle Kosten bezüglich Verpackungsmaterial und Versand natürlich auf mich. Jetzt wollen wir uns allerdings im ersten Schritt erstmal angucken, womit wir es hier zu tun haben. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Ordner an. So, wir fangen mit dem Ordner an. Ich muss hier an der Stelle übrigens eine Sache vorher klarstellen. Der Ordner war, als er hier ankam, nicht so einsortiert. Es ist so, da das die erste Folge ist, ist das immer so eine Sache mit rumprobieren und testen und wie macht man es und wie nimmt man es auf und dann ist man doch nicht zufrieden und macht es nochmal und dadurch ist es halt so passiert, dass ich halt den Ordner wieder eingeräumt habe, um nochmal eine Aufnahme draus zu machen und es ist jetzt nicht mehr alles hundertprozentig so einsortiert, wie es ursprünglich war. An und für sich würde ich sagen, ist das Ganze allerdings recht ähnlich einsortiert und man muss sagen, was uns hier ins Auge springt, ist ein absolutes Chaos, egal ob es jetzt um Sets geht oder um Deckthemen oder whatever. Die einzige Gemeinsamkeit ist halt, dass es sich hierbei hauptsächlich um Commons handelt, die in dem Ordner schlummern. Jetzt muss man gucken, wie man das Ganze sortiert. Wir schauen natürlich später auch noch in die Tinbox, was uns da erwartet. Ich werde das jetzt auch nicht allzu genau unter die Lupe nehmen. Ich gucke halt mal hier ein bisschen durch, weil Küre des Magiers ist noch ganz lustig. Die war mal ein paar Euro wert, bevor es den Reprint gab. Sogar als Kamin, ja, und aus der Tinbox natürlich noch mehr. Genau, also ja, es sind halt hauptsächlich Kamins und ja, also ich darf übrigens als kleines Dankeschön, by the way, mir ein paar Karten rausnehmen, die ich für mich brauchen kann. Es werden allerdings nicht viele sein. Es kommt natürlich auch noch darauf an, ob die Zustände stimmen. Und ich möchte den guten Yannick hier jetzt auch nicht arm machen.
genau, also ein heilloses Durcheinander, immer wieder Doppelungen, die nicht zusammensortiert sind. Hier haben wir jetzt ein paar Rares mit am Start zwischendrin und ja, also ich will mal sagen, mehr brauchen wir von dem Ordner gar nicht sehen. Wir werden den Ordner jetzt dann anschließend, wenn wir uns die Tinbox angeschaut haben, ausleeren und dann werden wir die ganzen Karten mal zuerst nach ihren Karten sortieren, also nach den Doppelungen und dann vielleicht nach Sets oder Raritäten. Das werden wir dann noch sehen. So, dann haben wir noch diese Schnieke Tinbox aus dem Jahre 2020 am Start. Die ist auch noch randvoll mit Karten. Einige gesleeved, einige ungesleeved. Holen wir uns einfach mal ein paar hier raus. Wir werden jetzt auch nicht die ganze Box durchgucken. Das macht man nicht. Ich möchte nur mal gucken, was uns hier in etwa erwartet. Also Holos offensichtlich. Zumindest ein paar davon. Manche eher weniger gesleeved, manche offensichtlich schon. Auch wieder ein paar Commons dazwischen. Alles schön kreuz und quer, auch cool. Unzensierter Ruf der Gejagten, okay. Ja, okay. Why not? Oh, das sind zwei schöne Stückchen. Das wäre vielleicht für mich interessant. Das sehen wir dann aber noch. So, da sind jetzt... Okay, Stahlschar Torwächter. Gott, die hatten auch richtig miese Print-Qualis. Ja, nice Geschichte. Klaue des Hammers aus der Dragons of Legends Complete Series war das, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, ja, also es scheint sich hier so durchzuziehen. Wir scheinen hier recht großes Mischwerk zu haben aus unterschiedlichen Sets, unterschiedlichen Sprachen. OCG, TCG, dann haben wir wieder so ein paar Rares aus Toon Chaos. Genau, also ich würde sagen, wir wechseln jetzt die Location, gehen mal hinter an mein Setup und sortieren den Bums. So, meine Freunde, ich habe den ganzen Bums jetzt im Vorfeld schon mal aus dem Ordner gekramt, aus der Tinbox gekramt und aus den Hüllen befreit, habe das auf zwei dicke Stapel verteilt. Alles durcheinander, Holo, Kamen, Deutsch, Englisch, Japanisch, alles durcheinander. Wir werden das Ganze jetzt natürlich sortieren, denn das ist notwendig, um später einen besseren Überblick zu haben, was man da hat und was man daraus machen kann. Und ja, ich würde sagen, ich blende hier ein hübsches Liedchen ein und wir machen das Ganze im Zeitraffer. So, meine Freunde, da wären wir wieder. Ich habe das Ganze jetzt vorsortiert. Zum einen natürlich nach Rarität und in Anführungszeichen Sprache. Also Englisch, Deutsch und so habe ich zusammengelassen. Aber ich habe halt hier den japanischen Teil aussortiert. Das ist halt dieser kleine Stapel an Holos. Genau, ich habe mir jetzt überlegt, wie mache ich es denn jetzt eigentlich? Sortiere ich jetzt nach Thema, sortiere ich nach Set oder belasse ich es einfach so? Ich habe den Stapel hier tatsächlich nach Thema, also nach Deckthema sortiert, habe mich dann allerdings umentschieden, habe gesagt, ich belasse es einfach bei der Rarität. Warum ist das so? Warum machen wir das so? Es ist so, dass wir von dem jeweiligen Thema oder dem jeweiligen Set einfach zu wenig da haben. Wir müssten also quasi Lücken lassen, um dann dem guten Yannick die Möglichkeit zu geben, das zu füllen, was allerdings dem Endergebnis etwas wenig zuträglich wäre, da das Ganze halt am Ende unschön aussieht und es in den jeweiligen Themen, sage ich jetzt mal, auch Karten gibt, die er sich schlichtweg noch nicht leisten kann.
So, das bedeutet, er hätte jetzt eine Ewigkeit einen lückigen Ordner und das sieht halt einfach doof aus. Deswegen haben wir jetzt entschieden, das einfach nach, also nach der einfachsten Variante, die es überhaupt gibt, zu sortieren, einfach nach der Rarität sortiert und das Ganze letztendlich so in den Ordner eingebaut, wie es einfach visuell am schönsten aussieht. Er kann sich das Ganze ja im späteren Verlauf, wenn er mal sein eigenes Geld verdient oder wenn er die Möglichkeit hat, irgendwie anderweitig an die fehlenden Karten zu kommen, kann er sich das ja, wenn er Lust hat, das überhaupt so zu sortieren, eben umgestalten. Für den heutigen Teil lassen wir das dann erstmal so. Um das Ganze allerdings einzusortieren etc. ppa, brauchen wir erstmal das entsprechende Zubehörmaterial und das bestellen wir jetzt. So, wir befinden uns jetzt auf der Seite von Dogs Magic, meinem persönlichen Anlaufpunkt, wenn es ums Thema Zubehörmaterial geht. Mir geht es ja auch tatsächlich um die Eigenmarke von Dogs Magic, denn die ist sehr günstig und qualitativ extrem hochwertig und übertrifft meiner Meinung nach tatsächlich teilweise die Marktführer sogar. Also an der Stelle nochmal Chapeau an Dogs Magic für diese Qualität zu diesem Preis. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn? Wir müssen verstehen, das hier ist Dogs Magic, ein auf Magic Gathering abgestimmter Onlinehandel. Das heißt, Produkte, die für Yu-Gi-Oh! Tauglich sind, finden wir hier nur begrenzt. Wir gucken jetzt mal, was Hüllen angeht. Nein, Minimaus wollen wir nicht. Okay, wir haben hier Sleeve Bundles. Da gucken wir mal, das wird wahrscheinlich zu viel sein. Wir haben hier normale Sleeves und hier unten haben wir die Small Size Sleeve. Tatsächlich war mir gar nicht sicher, ob wir die überhaupt bei Dogs Magic finden. So, jetzt haben wir hier tatsächlich unterschiedlich farbige Pakete. Ich persönlich bin kein Freund davon, wenn gewisse Dinge einfach unterschiedliche Farben haben. Einfach aus dem Grund, ich finde, ein Ordner und beziehungsweise die darin eingeordneten Karten sollten eine Farbe haben, einfach weil das Gesamtbild um einiges verschönert, also quasi visuell um einiges hochwertiger wirken lässt. Das ist wie bei Lego, wenn du ein Modell hast, wo 10.000 verschiedene Farben verbaut sind, die da eigentlich nicht hingehören, dann sieht das einfach doof aus und genauso ist das halt auch bei Yu-Gi-Oh! Wir sehen hier 60 Dogs Magic Double Black Card Sleeve Small Size. 1,75 pro Pack, das ist ganz schön günstig. Ich würde sagen, wir kaufen, das haben wir hier, machen wir mal 5 Packs. Oder nee, machen wir mal 6. 6 Packs zur Sicherheit. Hoffentlich langt das dann letztendlich auch. Ach, machen wir 7. Machen wir einfach 7 draus. So, na komm, 1 in die Höhe. So, genau, das packen wir jetzt erstmal in den Einkaufswagen. So, dann gehen wir wieder auf Dogs Magic. Und gucken, was wir sonst noch tun können. Och, wenn die Seite mal etwas schneller laden würde. So, jetzt brauchen wir natürlich einen Ordner. Welcher Ordner ist denn jetzt dafür geeignet? Man muss natürlich auch darauf achten, dass dass das Zubehör, das man für die Sammlung auswählt, das widerspiegelt, was sich im Ordner selbst befindet. Wenn wir jetzt hier einen Premium-Ordner nehmen würden, so wie wir sie zum Beispiel hier haben, diese Pro-Player-Binder, dann wäre das meiner Meinung nach noch ein bisschen deplatziert, weil der einfach von außen einen hochwertigeren Eindruck vermittelt als das Innenleben. Denn innen werden sich hauptsächlich Commons und günstige Holos wiederfinden. Das heißt, ich finde persönlich, dass sich hier ein Ringordner wesentlich besser eignet. Die haben wir hier oben, die werden allerdings leer geliefert, ohne Seiten und deswegen müssen wir jetzt gucken, wo wir die Seiten herkriegen. Hier sehen wir es auch schon. Hier haben wir diese einlegbaren Seiten, auch von Dogs Magic, die relativ günstig zu haben sind. Also mein Rechner ist echt grottenlangsam, es ist echt furchtbar. So, hier haben wir für 2,04 € 10 Dogs Magic 18 Pocket Pages Black mit Sideloadern. Sehr cool, hier unten haben wir noch irgendwas. Wieder Sideloader. Die sind ein bisschen teurer, ich weiß nicht warum. Aber ich finde, das hier sieht doch mal ganz gut aus. Ich würde sagen, dann nehmen wir einfach mal 5 Packs, die wir in den Einkaufswagen legen. Genauso machen wir das. So, dann gehen wir hier wieder auf die Startseite und müssen uns dann quasi noch einen Ordner raussuchen. Das wäre dann wohl dieser hier. So, genau, dann schauen wir mal. Was haben wir denn alles am Start? Ja,
Das ist preislich eigentlich alles noch in einem recht guten Rahmen. Wir haben hier einen Ringordner für 7 Euro. Ich würde mal sagen, den packen wir in den Einkaufswagen. Wollen aber dennoch weiter einkaufen, ist ja vollkommen klar. Denn ich bin jetzt noch am Überlegen, ob wir nicht vielleicht noch einen kleinen Ordner dazu packen für die japanischen Karten, dass wir das trennen. Ich weiß, aber ich bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll ist. Ich würde sagen, momentan für den Moment lassen wir es lieber. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht weiß, wie er sich weiterentwickelt in seiner Sammlung, weil ich nicht weiß, wie er seine Sammlung in Zukunft aufbauen möchte, ob er überhaupt noch langfristig an Yu-Gi-Oh! Interessiert ist. Er ist noch recht jung, da können sich die Interessen auch recht schnell wieder ändern. Das bedeutet, ich würde sagen, wir packen das dann einfach auch zu einem kompletten Ordner zusammen. Das heißt, dass wir alles in einem schönen Ordner haben. Wir haben, wir schauen mal kurz in den Warenkorb. So, wir haben also 7 Packs mit den schwarzen Hüllen. Wir haben 10x DocsMagic, DocsMagic.de 18 Pocket Pages Black und wir haben einen Ringordner. Ich denke mal, das sind die besten Grundvoraussetzungen, die es benötigt, um die Sammlung ordentlich aufzupimpen, dass das Ganze ein bisschen hochwertiger aussieht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zur Kasse. Der Bestellvorgang, den nehme ich jetzt natürlich nicht auf, das würde ja meine Adresse leaken und möglicherweise noch irgendwelche PayPal-Daten oder so. Dementsprechend machen wir jetzt hier einen Cut und wir sehen uns wieder, wenn das Paket hier ist und wir das Ganze in Augenschein nehmen. So, meine Freunde, unser Zubehörmaterial ist jetzt hier am Start. Haben wir, wie bereits gesagt, bestellt bei DocsMagic. Wir schneiden den Käse jetzt hier mal auf. Das ist ein bisschen eigenartig mit nur einer Hand. So. Was wir da so drin haben. Okay, das ist die Rechnung. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt sehen. Okay. So, hier haben wir unser Zubehör. Unsere Zubehörartikel. Unsere Hüllen von DocsMagic. Schauen wir mal, wie sie sind. Das werden wir dann gleich beurteilen, wenn wir die Karten eintüten. Wir haben unseren Ordner und wir haben unsere Einlegseiten, die ich auch selber für meine Vorsortierungsordner benutze und die von ziemlich hoher Qualität sind. So, meine Freunde, wir schauen uns jetzt mal die Hüllen an. Den Ordner habe ich schon ausgepackt, die Seiten auch, die sind auch schon eingelegt, damit wir recht zügig loslegen können. Die Qualität dieser Produkte kenne ich ja. Das ist allerdings das erste Mal, dass ich DocsMagic Hüllen in den Händen halte. Ich persönlich habe hohe Erwartungen, denn DocsMagic Produkte sind in der Regel immer sehr gut von der Qualität her. Verpackt sind sie genauso wie alle anderen Hüllen auch, abgesehen von dieser Einlage hier drin. Die gibt es eigentlich nur bei DocsMagic Produkten. Genau, und auch hier nochmal so eine zweite Tüte. Okay, so, dann holen wir uns mal die Hüllen raus und schauen sie uns an. So, das sind ja matte Hüllen. Ach, Kaka. Okay, normalerweise nimmt man Glossy-Hüllen, also ohne matte Oberseite. Die sind eben gut fürs Spielen, die Glossy-Hüllen sind aber besser fürs Sammeln, da der Effekt dort nicht so sehr verloren geht. Okay, das ist jetzt ein kleines Malheur, aber ich denke, das ist verkraftbar, sage ich jetzt mal. Die Qualität sieht wirklich gut aus, sie fühlen sich schön an. Ich denke, wenn man jetzt hier mal eine Karte reinpackt, man kann es lassen. Der Effekt ist auch gar nicht ganz weg. Also ist eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, wenn DocsMagic jetzt noch glänzende Hüllen machen würde, dann würde ich tatsächlich auch hier auf das DocsMagic Produkt umsteigen. Mit matten Hüllen kann ich persönlich allerdings nichts anfangen, deswegen werde ich da die Finger von lassen. Aber wer matte Hüllen will, definitiv eine Kaufempfehlung. Die sind wirklich qualitativ extrem hochwertig. Wie Ultra Pro oder Dragon Shield oder Dragon Fire, wie sie auch immer sie heißen, auch. Also sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, wir hüllen jetzt mal ein paar Karten ein. Ja, meine Freunde. Wir sind jetzt soweit, dass wir ans Eingemachte gehen. Wir sortieren jetzt
quasi den Ordner ein. Wir machen das so, die ersten paar Seiten mache ich mit euch zusammen und dann gehen wir über in den Speedup, denn wenn ich jetzt den kompletten Ordner mit euch zusammen einräume, das ist eine Arbeit von definitiv mindestens eine Stunde, weil ich natürlich gucken muss, wie was zusammenpasst und so weiter. Wir wollen das ja nach dem einfachsten Prinzip machen und nur auf die Optik gehen. Und da wäre das vielleicht für die Videolänge etwas weniger zuträglich. Und am Ende schauen wir uns den Ordner natürlich nochmal an. So, wir zum einen der Ordner, sehr gute Quali. Wir haben hier oben die Möglichkeit, ein eigenes Cover reinzuschieben, falls man das möchte. Falls man überhaupt einen Drucker hat, der das Format hier druckt oder man sich da irgendwas kaufen kann, keine Ahnung. Innen drin ist übrigens auch ziemlich interessant. Ich packe das mal kurz hier zur Seite und lupfe den mal kurz rüber. Wir haben hier drin nämlich auch etwas, wo man zum Beispiel so eine Liste reinschieben kann mit dem Set oder den Karten, die noch fehlen, etc. Ziemlich coole Geschichte. Ich werde den jetzt mal hier so aufmachen. Genau, ich denke, so ist das ganz okay. Und habe hier natürlich mal einen kleinen Stapel an sortierten Karten, die wir jetzt hier einsortieren. Wir wollen jetzt gucken, dass wir das möglichst so einsortieren, dass es halt optisch gut wirkt. Das bedeutet, wir schnappen uns jetzt zunächst mal die ersten drei Karten. Das wird recht einfach, denn das hier sind die einzigen drei Vanilla-Holos, die wir sozusagen in der Sammlung haben. Und wie man die anordnet oder anzuordnen hat, damit es gut aussieht, ist ja vollkommen klar. Wir haben hier zweimal den Elemental Neos aus Double Power, die Promo, und einmal einen leider Gottes ziemlich beschädigten, blauäugigen weißen Drachen im alternativen Artwork. Das heißt, den alternativen, den schieben wir hier in die Mitte rein. Und die beiden Neos, die hauen wir uns da oben rein. Ich habe das Ganze übrigens noch nach Kartentyp sortiert. Das heißt, wir fangen an mit Vanillas, Effektmonster, Fusion, Ritual, Synchro, Xyz, Pendel, Link und dann Zauber und Falle. Anschließend haben wir dreimal den Genex Verbündeter Vogelmensch. Ich handhab so, dass wir uns zuerst um die Karten kümmern, die mehrfach dabei sind, von denen mehrere Kopien am Start sind, und anschließend kümmern wir uns um die einzelnen Karten, denn bei einzelnen Karten ist es ein bisschen schwieriger. Da muss man die Karten nämlich so anordnen, dass die Artworks der verschiedenen Karten im Gesamtbild zusammenpassen. Und das ist extrem schwierig und auch eine Sache, die möglicherweise nicht immer zufriedenstellt und an der man sich nach einer Weile absieht. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich auch immer so ein bisschen weniger Ordner sammeln. Also ich sammle ja eher die oder ausschließlich die Magnethalter. Ordner nutze ich ja nur zur Vorsortierung. Die werden ja dann anschließend ohnehin wieder aus den Ordnern rausgenommen. Übrigens hier auch noch cool, ne, zum Sichern, wenn das Ganze dann eingeräumt ist. Dann geht es weiter mit dem legendären Ritter Hermos. Den haben wir aus den Dragons of Legends Complete Series in zwei verschiedenen Farben. Ist ja vollkommen klar. So. Da haben wir jetzt nur zwei Stück. Die Frage ist, was kommt jetzt in die Mitte? Da suchen wir uns jetzt eine der Karten raus, die nicht doppelt ist, die halt einfach optisch dazu passt. Und ich persönlich würde sagen, der Kuri-Bandit, der würde da gut passen. Die kommen nämlich nicht nur aus demselben Set, sondern ergeben optisch auch einen angenehmen Kontrast, sehen sich nicht zu ähnlich, sodass eine der Karten irgendwie untergeht vom Artwork her und die anderen irgendwie zu sehr hervorstechen. So, finde ich, sieht das eigentlich ganz gut aus. Kann man lassen. Jetzt müssen wir bloß hier kurz den Stapel zur Seite packen, denn jetzt wird es ein bisschen eigentümlich mit dem Umblättern. Das ist jetzt hier immer so ein bisschen so ein Hin- und Her-Geschiebe. Das lässt sich halt nicht vermeiden in dem Fall. So, jetzt schauen wir mal. Legen uns den Stapel hier hin. Jetzt haben wir hier zweimal den geheime Sechs-Samurai Fuma. Also wir kommen jetzt tatsächlich so zu den Karten, die wir nur zweimal haben. Das bedeutet, wir brauchen in der Mitte immer einzelne Karten, die optisch zum Gesamtbild passen. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal hier um die Doppelten. Ich würde sagen, den Kaios, den tun wir runter. Ne, wobei, wir haben hier von dem Homunculus haben wir noch ein Playset. Das bedeutet, wir machen das jetzt anders. Wir holen jetzt die hier nochmal raus und versetzen die um eins nach unten. Genau, so. Immer schön bis ans Ende schieben, damit das nicht so in diesen Pockets rumeiert. Wir packen die Homunculus aus Fusion Enforcers nach oben. Genau, so sieht das aus. Töre. So, und dann packen wir die Quatschattenpuppe auch nochmal unten rein. So. Und jetzt heißt es,
oder jetzt steht an, dass wir hier zwei Karten raussuchen, die im Gesamtbild eben angenehm wirken. Oh, nehmen wir uns jetzt mal den Stapel und gucken. Schauen wir mal, ein Worsplünderer. Ja, der könnte passen. Den tun wir mal auf die Vielleicht-Seite. Mhm. Möglicherweise würde auch der Wichtraum passen. Der passt vielleicht eher unten rein. Den tun wir auch mal auf die Vielleicht-Seite. Schwierig. Der Kracher möglicherweise. Nee, das sieht doof aus. Den lassen wir mal weg. Möglicherweise den Beschwörerbischof. Der hat nämlich farblich einen angenehmen Kontrast. Oben passt er nicht. Unten passt er sehr gut. Ja, da haben wir schon mal einen für unten, definitiv. Der passt sehr gut mit seinem giftgrünen Background zu den etwas dunkleren Artworks der Quatschschattenpuppen. Ist ein zugegeben etwas beißender Kontrast, aber nicht auf eine unangenehme Art und Weise. Möglicherweise der Zug. Ja, ich denke, der Zug könnte ganz angenehm sein. Den tun wir auch noch auf die Vielleicht-Seite. Der könnte noch passen. Und das war's eigentlich so ziemlich. Schauen wir mal, wie es mit dem aussieht. Der beißt sich mit dem Beschwörer unten auf eine unangenehme Art und Weise. Der Zug, der würde etwas besser aussehen. Aber vielleicht, wenn wir jetzt den hier noch drüber legen. Ja, ich denke, wir tauschen den Beschwörer doch nochmal aus. Packen den Zug in die Mitte. Und den Wichtraum unten hin. So. Jetzt müssen wir hier wieder umbauen. So, dann müssen wir schauen. Schwierig, die in ein halbwegs gutes Verhältnis zu bringen. Also wir haben einmal den sonderlichen Kerl, der hat einen ziemlich giftgrünen Hintergrund, plus dem hier. Der hat noch einen etwas grünlicheren Hintergrund, aber ich denke mal, das ist der Bohrer. Der täte vielleicht noch passen. Ach, die Hüllen, die sind richtig rutschig. Also wir würden dabei mischen ja alle Hüllen aus den Händen fallen. Der hat auch noch einen etwas grünlicheren Background. Ich glaube, die drei passen ganz gut zusammen. Da packen wir den Dracheneinheit Pelum in die Mitte, weil der am wenigsten aggressiv strahlt von der Farbe her. Den sonderlichen Kerl, den packen wir auf die linke Seite und den hier auf die rechte. Ihr seht, die Schwierigkeit in dem Fall besteht einfach darin, ein optimales Gesamtbild zu erschaffen. Man muss halt sich ein bisschen reinfuchsen, sich so vielleicht ein bisschen mit den Artworks beschäftigen. Das Problem hat man jetzt zum Beispiel nicht, wenn man nach Sets sortiert, weil da muss man einfach nur stumpf, abgesehen von der Optik, das Set nach der Nummer reinhauen. Wie das aussieht, spielt dann keine Rolle. Hauptsache, das Set ist komplettiert. Ist eine Sammelart, die ich persönlich zwar als praktisch empfinde, aber nicht als schön und dementsprechend meistens davon absehe. Jetzt müssen wir hier noch gucken. Jetzt haben wir hier nicht mehr so grelle Farben. Wir haben hier nur noch etwas schwächere Farben. Schauen wir mal, dass wir noch etwas schwächere Grüntöne erwischen. Da wäre vielleicht noch der hier oder der hier. Nochmal den hier. Ich denke, das könnte ganz gut hinhauen von der Optik her. Ich bin irgendwie mit der Endloskette in der Mitte nicht ganz zufrieden. Jetzt müssen wir mal gucken. Also die Endloskette packen wir mal weg. Die beiden können wir hier auf jeden Fall reinhauen. So. Was hauen wir jetzt in die Mitte? Könnte vielleicht das hier passen? Nee, das sieht auch doof aus. Oder der Worsplünderer? Nee. Das ist alles nicht gut, Leute. Das ist alles nicht gut. Vielleicht der Kracher, den können wir mal... Cybers Whitehead möglicherweise... Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was da sonst gut noch zu passen könnte. Probieren wir es mal mit den drei. Wenn wir jetzt den Kracher in die Mitte packen.
Nee, das passt auch nicht so wirklich. Die Dracheneinheit. Die Dracheneinheit würde vielleicht passen, wenn wir die mit der Predator Plant tauschen. Und die Predator Plant in die Mitte packen. Dann würde ich sagen, versuchen wir es nochmal mit der Endloskette in der Mitte. Es ist wirklich schwierig. Also die packen wir definitiv mal in die Mitte, einfach so als Start. Um die herum bauen wir jetzt die letzte Reihe auf. Die passt auf gar keinen Fall. Die möglicherweise... Nein, definitiv nicht. Möglicherweise... Möglicherweise, aber der Rest passt einfach nicht. Vielleicht der Golem noch. Jetzt muss man aber schauen. Wir dürfen nicht zu grell mit der Farbe werden, sagt er und nahm den Tauschkleriker. Also ich finde tatsächlich der Genex, der passt halbwegs. Dann würde ich die tauschen, oder? Ja, ja, okay. Kann man lassen. Also, je knapper die Karten werden, desto schwieriger wird es. Und das ist auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man dann letztendlich die Einzelkarten nur noch hat. Denn irgendwann wird die Auswahl einfach knapp. Und je weiter man fortschreitet, desto schwieriger wird es einfach, ein optisch angenehmes Gesamtbild zu erzielen. So, nächste Seite. Jetzt gucken wir mal. Machen wir mal etwas mildere Töne. Vielleicht so ein bisschen bläuliches mit bei. Schauen wir mal, das dürfte vielleicht in die erste Reihe passen, wenn wir den Golem in die Mitte stecken. So, okay. Dann den Heiligen Geist, den packen wir auf die linke Seite und den Subterror, den auf die rechte. Okay, das kann man lassen. Dann schauen wir mal. Die würde gut in die Mitte passen. Der Whitehead ist noch ganz okay. Und die Starfall Nordisch Aszendent. Ich scheue mich ein bisschen davor, eine Starfall einfach hier mit reinzupacken, aber es wird optisch wohl nicht anders möglich sein. Wobei ich dann den Whitehead in die Mitte packe, weil das als Ultra Rare dann einfach besser aussieht. Die Starfall würde ich hier hinpacken und sie würde ich tatsächlich dahin packen. Es ist von der Farbgebung her nicht ganz optimal. Aber es ist wohl das Beste, was wir hier jetzt noch rausholen können. So. Okay. Dann, viel haben wir nicht mehr. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns um den Kaiser Wars Plünderer. Da passt definitiv der Kracher dazu an die Seite. Okay. Und ich denke am ehesten noch der Drache, weil der von den Farbtönen her einfach ähnlich ist. Und dann bleiben uns halt die drei übrig. Also es ist jetzt tatsächlich hier nicht mehr schwer zu entscheiden, da man hier einfach gar nicht mehr so die Auswahl hat, sage ich mal, hier großartig was reinzupacken. So, und die letzten drei, vollkommen klar, die letzten drei Karten, die packen wir dann noch hier rein. Da würde ich sagen, das ist eigentlich Hemd wie Hose, ich würde sagen, die Ultra, die packen wir in die Mitte. Sieht halt einfach von der Rarity am besten aus dann. Den Kleriker links und das Flammenweltteil rechts. So, dann wären wir durch mit den Effektmonstern sowie mit den Vanillas. Wir stoppen jetzt mal an der Stelle. Wie bereits gesagt, ihr seht, das würde eine Ewigkeit dauern, wenn ich das so mit euch durchmache. Ich mache den Ordner jetzt fertig, lasse die Kamera dabei natürlich noch laufen, vielleicht aus unterschiedlichen Positionen und wir machen dann nochmal ein Speedup mit einem schönen Liedchen und am Ende schauen wir uns das Gesamtergebnis nochmal an.
meine Freunde, wir sind beim Grande Finale, wie man so schön sagt. Der Ordner ist fertig. Die komplette Sammlung wurde sortiert, umgesleeved und mit entsprechendem Zubehör versehen. Und optisch wurde das Beste daraus gemacht, was in meinen Augen möglich war. Jetzt gucken wir uns das Ergebnis an. Ich werde den Ordner vorstellen, wie einen ganz normalen Ordner auch, nur dass ich etwas schneller darüber gehe, weil sonst kommen wir über die Zeit. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir daraus quasi machen konnten. Wir schlagen mal auf. Die erste Seite habt ihr ja schon gesehen. Ich denke mal, zu den ersten Seiten brauche ich nicht besonders viel sagen, denn da wart ihr ja noch mit dabei. Na, also die überspringen wir mal bis hierher. Ab dort gab es dann, glaube ich, den Speedup zu sehen. Die Holos halten sich natürlich in Grenzen. Ne? Also da ist nicht viel los, sage ich mal. Das meiste ist dann Rare und Common. Aber es sind sehr schöne Sachen dabei, ein paar schöne Klassiker wie Auge von Timaeus, Kralle von Kretias, Klaue von Hermas und so weiter und so fort. Man kennt sie. Ein paar schöne Sachen aus so Sets wie Fusion Enforcers, Dual Power und so weiter. Das sind ohnehin Sets, die zwar nicht durch unbedingt wertvolle Karten glänzen, aber durch sehr schöne Karten. Und darum geht es ja hier in der Sammlung. Wir haben ziemlich viele schöne Spells und Traps. Ich habe dann, als die TCG-Holos quasi zu Ende waren, angefangen mit den japanischen Holos. Ich habe mir jetzt erst überlegt, ob ich die japanischen Sachen im Allgemeinen nach hinten packe, aber ich habe mir überlegt, nee, das sehe nicht so gut aus. Wir machen das so, dass wir die Raritäten beieinander lassen, zuerst den TCG-Kram machen und dann halt immer den OCG-Kram hinten dran. Die Seite gefällt mir sehr gut mit 3 Playsets, das habe ich dann auch im späteren Verlauf so weitergeführt. Genau, hier geht es dann los mit den Rares. Ich habe das immer Playset-weise eingeordnet. Wenn es mehr Karten gab, also wenn zum Beispiel jetzt hier 3 oder 4 Stück dabei waren, dann habe ich die immer hinten reingeschoben, so wie das ziemlich viele Sammler ja machen. Genau, also ich persönlich würde das tatsächlich nicht so machen. Ich habe auch, glaube ich, nie mehr als eine Karte reingeschoben, damit die einzelnen Pockets nicht ausleiern. Das Zeug soll ja wiederverwendbar sein. Er soll ja auch was davon haben längerfristig, wenn er das mal umräumt. Genau, also Rares waren wirklich wie Sand am Meer dabei. Sehr schöne Geschichte, vor allen Dingen in japanisch Rares. Es gibt unglaublich schöne Karten, auch im Low-Rare-Bereich. Zum Beispiel hier oben der Waffenbaum. Ist eine wunderschöne Zauberkarte. Auch hier Straße zum Sternenlicht, eine wunderschöne Rare. Ich muss sagen, speziell so in Toon Chaos und solchen Sets sind wirklich, wirklich wunderschöne Karten rausgekommen. Und ich denke mal, diese Sammlung zeigt relativ gut, dass es nicht mehr teuer sein muss, um schön zu sein. Das hier ist ein bisschen wirr und durcheinander, weil ich hatte hier 2 Playsets von dem Boy und von den anderen immer 2 Stück. An sich ziemlich logisch angeordnet, aber auf den ersten Blick äußerst verwirrend, so empfinde ich es zumindest. Aber besser ging es halt einfach nicht in dem Fall. Trotzdem cool. Genau, dann hatten wir hier wieder den OCG-Stuff, die ganzen Synchros, Xyz, Link-Monster und so weiter und so fort. Na, also wunderschöne Sachen. Auch das hier ist eine unglaublich schöne Spellcard, die hier auch, also sind bei uns in Cyber Strike, glaube ich, oder war das Cyber Strike? Ja, als Ultra Rare rausgekommen beide, bei denen war es nur eine Rare. Ja, hier habe ich jetzt die 4. nicht hinten reingeschoben, einfach aus dem Grund, weil wir hier kein 3. Exemplar hatten und ich wollte das halt einfach zu einem schönen Bild machen und anstatt, dass ich dann einfach noch eine andere Karte da reinhaue, habe ich halt die 4. da unten reingedonnert. Na? Also ich denke mal, es sieht ganz okay aus. Bei den Commons, die jetzt hier anfangen, ist es ein bisschen schwieriger geworden tatsächlich. Am Anfang ging es noch, war noch alles recht easy peasy, aber später kamen dann ziemlich, ziemlich viele einzelne Karten mit, die halt auch vom Artwork her überhaupt nicht zusammengepasst haben. Ich habe das auch thematisch hier noch ein bisschen beieinander, weil ich habe ja am Anfang angefangen, die so ein bisschen nach Thema zu sortieren, bevor ich dann eben umgedacht habe. Und da ich die noch vorsortiert hatte, habe ich sie dann auch so gelassen, habe sie dann nicht großartig auseinandergerupft. Also hier sind noch die Züge waren jetzt da gerade, jetzt haben wir hier diese Planeten, also der unterdrückte Pluto, der Jupiter, der Merkur und so weiter und so fort. Hier wieder ein bisschen random dann halt, weil da hatte ich halt nichts Passendes dazu vom Thema her. Genau, hier Wahrsageprinzessinnen, dann die Blumenkardians, die ich bis heute nicht verstehe, warum. Warum gibt es solche Karten? Naja, genau, ein bisschen DD. Eatos habe ich dann auch noch hier mit integriert. Und jetzt wird es richtig wirr, also ab hier war dann, also wirklich die Reihe hier oben bin ich noch ganz zufrieden mit, die hier auch noch, aber der Rest ist ein einziges Chaos. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, hier die Artworks so gut wie möglich miteinander zu kombinieren, aber da war wirklich nicht mehr viel zu holen. Hier ist es dann noch mal ein bisschen besser geworden, weil dann eben auch die Fusionsmonsterkarten gestartet haben. Na, mit der Seite bin ich zum Beispiel noch mal ganz zufrieden, dass es so Dragons of Legends thematisiert oder basiert, diese ganzen
Fusionsmonster, klar. Kommt ja auch aus der Dragons of Legends Complete Series. Genau, und hier ist dann wieder alles komplett wirr. naja, was will man tun? Magiewaage zum Beispiel, da waren zwei Stück bei, die habe ich beide hier rein, weil es anders optisch nicht besonders gut ausgesehen hätte. Genau. Also da steckt auch eine Menge Arbeit drin. Das kann er sich dann natürlich hinsortieren, wie er das möchte. Ich habe hier halt einfach nur mein Bestes getan, sage ich mal, um das irgendwie optisch halbwegs so auf die Kette zu kriegen. Hier sind halt noch drei Fächer frei geblieben. Ansonsten war das Ganze doch tatsächlich recht gut kalkuliert. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dem Ergebnis. Wenn man mal bedenkt, wie das Ganze am Anfang ausgesehen hat, dann muss man doch sagen, dass wir hier eine halbwegs gute Arbeit abgeliefert haben. Ja, wir sind jetzt fast am Ende des Videos. Jetzt geht's noch ans Verpacken des Ganzen. Bevor wir allerdings zum Verpacken kommen, möchte ich nochmal meinen großen Dank aussprechen an den lieben Yannick. Vielen, vielen lieben Dank, dass du mir diese Sammlung in Anführungszeichen zur Verfügung gestellt hast für das erste Video, damit ich auch der Abonnentschaft zeigen kann, worum es geht. In deinem Fall, das möchte ich auch nochmal ganz dick unterstreichen, in deinem Fall ist es jetzt so, dass ich dir die Zubehörmaterialien schenke. Okay, das waren eh bloß 30 Euro, aber normalerweise, also die anderen Leute müssen das natürlich bezahlen, ist ja klar. Du bekommst es jetzt halt geschenkt, weil du der Erste warst. Ist halt so eine Art kleiner Anreiz, ein kleiner Bonus, ein kleines Dankeschön gewesen. Und weil diese Sammlung hier 2,5 Monate lag, und das ist halt wirklich eine lange Zeit, und du quasi nicht darüber verfügen konntest und du mir natürlich auch einen immensen Vertrauensvorschuss gegeben hast, und ich natürlich weiß, dass du keine Ghost Rare besitzt und es eine bestimmte Karte gibt, die dir sehr gut gefällt, habe ich mir überlegt, dass ich dir noch etwas mit auf den Weg geben möchte. Und das wäre dieser Sneaky Boy hier, ein Black Rose, also ein schwarzer Rosendrache, Deutsch First Edition Ghost Rare aus Crossroad of Chaos. Ein ziemlich wertvolles Stück, würde ich sagen, mit einer der wertvollsten Ghost Rares überhaupt. Die packe ich dir hier auf die Innenseite. Dann haben wir hier so ein schönes Fach. Und ich denke, da wird das gut aufgehoben sein. So. Tut das ein bisschen weiter runter. So, müsste das safe sein. Genau, ich gebe dir die so mit, weil ich denke, dass du daran mehr Freude hast als ich. Die ist jetzt nicht hundertprozentig Topmint, sie kommt aus meiner Privatsammlung, aber sie ist noch halbwegs in Schuss und definitiv noch weit im dreistelligen Bereich, was ihren Wert angeht. Ja, meine Freunde, jetzt als Abschied nehmen. Die Sammlung hat mich jetzt 2,5 Monate begleitet. Das war ziemlich spannend, muss ich sagen, dieses Format auf die Beine zu stellen. Die Dreharbeiten waren manchmal ziemlich nervtötend. Aber ich muss sagen, ich bin mit dem Ergebnis recht zufrieden. Ich habe den Ordner wieder in die Originalfolie gepackt, ja, damit nichts rausfällt. Seinen Ordner hat er wieder dabei. Da unten ist auch noch die Tinbox drin, die er da mitgeliefert hatte. Vielleicht steckt da noch mehr Papier rein. Sogar das Papier ist noch von ihm. Wir machen das Ganze jetzt zu. Ich schicke ihm das raus und dann können wir das Video an den Mann bzw. an euch bringen. Ja, ich würde sagen, das soll es auch wieder gewesen sein an der Stelle mit der ersten Folge Yu-Gi-Oh! Upgrade. Falls ihr eine Sammlung habt, die vielleicht nicht gerade den besten Zustand hat, ich rede jetzt nicht von den Karten, sondern vom Zubehörmaterial, darf auch gerne kranker Shit drin sein, das macht das Video umso interessanter, dann dürft ihr mich gerne kontaktieren, schaut in die Videobeschreibung, entweder über Discord, Instagram oder E-Mail, schreibt mir, was ihr habt, schickt mir vielleicht Bilder davon, ob sich das dann überhaupt lohnt oder ob das nicht doch vielleicht schon zu gut ist. Und ja, alles Weitere besprechen wir dann privat. Ich wünsche euch an der Stelle jetzt einen schönen Abend, einen gesegneten Tag, der Herr sei mit euch. Es ist 6 Uhr morgens. Und wir sehen uns dann zu einem weiteren Video. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.